Vertrauen ist beim Bergsteigen natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Einmal das Vertrauen in die Ausrüstung und dann das Vertrauen zum Menschen. Mag sein, dass es gelegentlich etwas länger dauert, aber meistens gelingt mir das ganz gut. Ich bin mitten in den Bergen aufgewachsen und bin Bergführer schon seit vielen Jahren. Gela war natürlich jetzt ein spezieller Fall. Ich meine, ich hatte vorher noch nie mit einem Menschen zu tun, der so schwer verletzt gewesen ist und dann versucht, wieder die Füße auf den Boden zu kriegen. Und Gela ist natürlich ein Mensch mit einem extrem ausgeprägten Willen. Also es war für mich erstaunlich, welche Fortschritte sie innerhalb dieser Tage eigentlich gemacht hatte. Ich habe ihr geholfen, wo ich konnte, habe versucht, sie vielleicht schon ein bisschen zu pushen, weil man sich meistens weniger selbst zutraut, wie man eigentlich in der Lage ist, zu leisten. Und ich denke, Gela weiß ganz genau, was sie kann und was sie nicht kann.